Europa versinkt im Schneechaos. Europaweit sind Flughäfen und Bahnhöfen gesperrt. Auf den Autobahnen hängen tausende Autofahrer im Stau fest. Das Tief Katharina hat seit 2 Tagen auch Deutschland fest im Griff. In Cottbus Stadt und Land frieren die Leute nachts bei bis zu minus 20 Grad und auch tagsüber werden seit gestern nur maximal minus 8 Grad erreicht. Räumdienste kommen im Stadtgebiet kaum hinterher. Viele Zugverbindungen von Berlin und Frankfurt-Oder in Richtung Cottbus sind inzwischen gesperrt. Großen Einfluss haben die aktuellen Wetterverhältnisse auch auf die regionalen Sportveranstaltungen. Die SG Groß-Graglow meldet, alle Fußball-Nachwuchsspiele der F-, E- und D-Junioren müssen aufgrund Unbespielbarkeit der Plätze ausfallen und sind inzwischen abgesagt worden. Auf dem Kunstrasenplatz in der Cottbus-Sachsendorfer Hegelstraße wurde eine Schneedecke von 35 cm gemessen. Mit Schaufelbaggern versuchen die Helfer, sich zum Eingang des Sportplatzes vorzuarbeiten. Unmöglich, den Platz bis zum kommenden Wochenende zu beräumen, zumal das Spielfeld auch nicht beheizt ist und bereits neue Schneeschauer angekündigt sind. Auf dem Rasenplatz in Gaglow sieht die Situation auch nicht besser aus. Helfer haben begonnen, sich in den Eingangsbereich vorzuarbeiten, um erst einmal eine Freifläche für folgende Räumfahrzeuge zu schaffen. Die rund 45 cm dicke Neuschneedecke auf dem Rasenplatz der SG Groß-Gaglow wird die größte Herausforderung an die Helfer darstellen.